konnte nicht mehr sprechen, essen, riechen, hören und laufen. Ich war körperlich und psychisch komplett am Ende. Wie es dazu gekommen ist, das möchte ich dir in diesem Video sagen. Hey Leute und willkommen zu diesem ganz besonderen Video von mir. Mein neues Hobby war ja eigentlich so Krankenhäuser besichtigen. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Nein, um ehrlich zu sein, das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich war insgesamt fast 1,5 Monate nur im Krankenhaus und das war echt definitiv nicht schön. Ich habe immer nur einen Tiefschlag nach dem nächsten bekommen und ja. Ich habe euch wirklich so vermisst auf Social Media, egal ob auf Instagram, YouTube oder halt hier. Schreibt mir gerne auch mal, ob ihr lange Zeit im Krankenhaus wart oder ob ihr überhaupt schon mal im Krankenhaus wart und was ihr hattet. Das würde mich nämlich mega interessieren, so wie ihr wollt. Aber wie gesagt, die Kommentare stehen euch offen. Ich lese jedes einzelne Kommentar und antworte auch eigentlich immer. Ich habe in dieser Zeit sehr viel über mein Leben nachgedacht, weil es ist eigentlich so, dass alle viel Geld wollen, teure Markenklamotten, dicke Autos, keine Ahnung, wenn ich das so sagen darf, aber eigentlich ist es schon so in unserer heutigen Gesellschaft. Mir ist aufgefallen, das Einzige, was wirklich zählt, sind Familie und Freunde, die einen immer unterstützen und für einen da sind, und das habe ich in dieser Zeit einfach so unfassbar dolle gebraucht. Und sowas vergisst man Freunden einfach nicht oder halt auch der Familie. Man ist einfach nur unfassbar dankbar dafür. Und ansonsten natürlich auch die Gesundheit, weil Gesundheit kann man sich nicht kaufen. Aber auch auf Instagram und Snapchat, ihr habt mir so viel Kraft gegeben, weil ihr mir so oft geschrieben habt, so oft gefragt habt, wie es mir geht. Und das hat mir einfach so viel bedeutet. Wirklich danke nochmal an jeden einzelnen von euch und ganz besonders halt auch an meine Familie und meine Freunde, die wirklich die ganze Zeit hinter mir gestanden haben. Um jetzt mit dieser ganzen Odyssee mal anzufangen, ich bin auf Instagram sehr aktiv und habe mich dort, kann man schon so sagen, von den Schönheitsidealen ziemlich blenden lassen. Daher wurde ich halt auch unzufrieden mit mir selbst. Irgendwann habe ich dann halt angefangen mit dem Spruch, ich würde alles für gerade Zähne tun, weil ich war eigentlich zufrieden mit mir selbst. Außer meine Zähne, das waren immer so mein Schwachpunkt. Man konnte eigentlich sagen zu mir, was man wollte. Das hat mich eigentlich nicht gestört, außer zu meinen Zähnen. Das war immer meine Schwachstelle. Und da ich ja gesagt habe, ich würde alles für gerade Zähne tun, ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich zweimal wirklich was daran sterbe. Wegen meinen Zähnen war ich halt öfter in der MHH, weil Kieferorthopäden konnten mir allein so weiter nicht mehr helfen. Und ich habe mich dort halt beraten lassen, zwecks Gaumennahterweiterung und bignarter Umstellungsosteotomie. Tja, was ist das? Das bedeutet eigentlich, dass man einen zu kleinen Oberkiefer hat, der dann halt geweitet werden muss. Am 27. September 2017 hatte ich dann meine Gaumennahterweiterung und danach ging es mir einfach absolut fürchterlich. Ich bin aufgewacht und hatte solche Kreislaufprobleme, als ich irgendwann aufstehen konnte und zum Waschbecken gehen konnte. Dann bin ich am Waschbecken auch nochmal zusammengebrochen, weil ich einfach mein Spiegelbild nicht ertragen konnte. Ich habe mir überlegt, dass ich in diesem Video hier noch keine Bilder von mir zeige, sondern darüber nochmal ein extra Video über die einzelnen Operationen mache, nur dieses Bild, ich will damit eigentlich abschließen, weil mir ist an dem ersten Tag halt wirklich nur Blut aus dem Mund gelaufen, weil ich kann euch auch gerne eine Animation unten verlinken. Dort wird das gezeigt, was dabei gemacht wurde, aber ja, es ist einfach nur animationsmäßig gezeigt worden. Also das spiegelt nichts davon wider, wie viel Leid man eigentlich wirklich dabei ertragen muss. Mir wurde halt der Kiefer einmal hier oben abgeschnitten und einmal nochmal in der Mitte so durchgeschnitten, dass ich halt zwei einzelne Kieferhälften hatte. Die hat man wieder zusammen da reingetan. Mir wurde hier so eine Spange eingesetzt. Diese nennt man Gaumennahterweiterung. Als ich dann irgendwann zu Hause war, musste mein Vater die 28 Mal nachstellen. So einem kleinen Schraubschlüssel. So, dann müsst ihr euch vorstellen, dass jedes Mal jemand kommt, ihr seid angeschwollen des Todes. Es kommt jemand und ihr müsst halt den Mund aufmachen. Diese Spange ist in eurem Mund für 4 Monate und ihr könnt damit so schlecht sprechen. Es ging mir so scheiße mit dieser Spange. Dann kommt jemand, macht ihr da rein und drückt nach hinten durch. Dann habt ihr voll den Druck auf eurem Kiefer, weil er halt geweitet wird und es tut so weh und du brauchst wieder Kühlpacks und es ist wirklich das. Das kann man eigentlich keinem zumuten. Ich weiß, ich hatte das auch schon mal als Kind, aber das war eine komplett andere Nummer. Dazu kam halt, dass ich angeschwollen des Todes war. Jeden Tag wurde mir eine Thrombosespritze in den Bauch gerammt und irgendwann hat man auch echt keinen Bock mehr. Das ist einfach nur noch komplett sauer, weil im Internet stand, dass man vielleicht 2-3 Tage darunter leiden könnte. Klar habe ich mich schon auf 2 Wochen eingestellt,
Aber dass ich wirklich so lange davon betroffen bin, damit hätte ich niemals gerechnet. Ich konnte dann die ersten 2 Wochen wirklich nur Joghurt essen. Morgens Joghurt, mittags Joghurt, abends Joghurt. Und hatte am Anfang auch so Suppen aus dem Krankenhaus. Aber ich konnte die ersten Tage nicht riechen, weil man hat mir so Tamponaden in die Nase gemacht. Und dann, es ging mir vollkommen scheiße, merkt ihr schon, oder? Man kann sich das gar nicht vorstellen. Aber wie gesagt, das Bild blende ich euch in einem anderen Video ein, weil ich kann das in diesem Video einfach noch nicht machen. Ich konnte die Suppe halt die ersten Tage nicht riechen und deshalb habe ich sie halt gegessen. Aber als mir dann die Tamponaden rausgezogen wurden, was sich so angefühlt hat, als wenn einem das ganze Hirn aus der Nase so gezogen wird, und konnte ich diese Suppe riechen und das war echt bäh. Also, dann habe ich halt mehr Joghurt gegessen und habe relativ schnell 5 Kilo abgenommen. Ich habe mich so gefreut, als ich endlich aus dem Krankenhaus gekommen bin. Meine Oma einfach nur auf die Schnelle halt Kartoffelbrei mit Spiegelei gemacht hat. Und das war so das Einzige, was ich so gerade lutschen konnte, weil ich konnte halt echt nicht kauen. Das war einfach komplett alles katastrophal, ne? Also ehrlich, das war... Ich konnte halt echt nicht kauen, ne? Weil oben war ja alles gebrochen, da war ich so angeschwollen. Ich konnte am ersten Tag... Mein Unterkiefer, der hing einfach, ne? Ich konnte ihn nicht bewegen. Ja. Also jetzt kann ich es wieder, ne? Aber das sind so kranke Momente. Ich hätte auch gedacht, dass ich in diesem Video weinen müsste. Aber ich habe so viel geweint die letzten 5 Monate, dass ich so langsam durch bin damit. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn man so viel Kraft in sowas gesteckt hat, dann kann man irgendwann auch gar nicht mehr weinen. Darauf habe ich mich allerdings eingelassen. Ihr müsst jetzt nicht denken, dass das eine Schönheits-OP war. Es war eine funktionale Wahl-OP. Es hatte Funktionsaspekte, weil ich halt nicht richtig abbeißen konnte. Klar, Schönheitsaspekt hatte es auch. Es war auch für die Ästhetik, ne? Aber es war halt nur so ein Nebeneffekt eigentlich. Ich habe mich darauf halt eingelassen. Das war mir bewusst, dass ich solche Schmerzen durchstehen muss. Aber alles, was jetzt kommt, das war nicht geplant. Hätte ich das alles gewusst, ich hätte das niemals gemacht. Als ich nach der Narkose aufgewacht bin, hatte ich nämlich auf der rechten Seite auch ein pulssynchrones Ohrgeräusch. Das heißt, du hörst immer folgenden Ton. Den blende ich euch jetzt ein. Ich habe das nämlich aufgenommen, wie laut es direkt vor der OP war. Dieses Geräusch ist immer lauter geworden und auf der linken Seite, also da, hatte ich Flüssigkeit hinterm Trommelfell, sodass ich auf der linken Seite taub war. Auf der rechten Seite halt dieses laute Ohrgeräusch, das wirklich alles übertönt hat. Ich habe mich eigentlich nur noch zurückgezogen, habe nur noch Netflix geguckt. Ganz laut natürlich, weil ich wollte das halt irgendwie übertönen, aber es war einfach nicht möglich, weil dieses Geräusch so unfassbar laut war. Dann habe ich mich auch einfach so mal an eine Straße gestellt, wo halt viele LKWs gefahren sind, einfach damit es laut ist, damit man dieses Geräusch nicht ständig hören muss. Aber es war halt trotzdem immer da. Tut mir leid, dass ich so stotter habe. Das ist, glaube ich, das privateste Video, was ich jemals gedreht habe. Ich war so oft nochmal in der MHH, war ich ihr bei meinem Ohrenarzt zu Hause. Die wusste halt nicht mehr weiter. Deshalb hat sie mich in die MHH zurücküberwiesen. Aber dort wurde ich auch immer wieder nach Hause geschickt. Mir wurde einfach nicht geholfen. Und irgendwann kommst du dann an den Punkt, wo du dich komplett isolierst und dir immer nur denkst, es gibt doch eh keinen Ausweg. Was soll ich machen? Es ist doch einfach... Es hat keinen Sinn mehr. Und ich will nicht anfangen zu heulen, okay? Du weißt halt echt nicht mehr, was du machen sollst. Ich hatte 6 Wochen dieses Ohrgeräusch. Ich hatte es 6 Wochen lang. 24/7. Es ist immer lauter geworden. Und ich wusste nicht, ob es irgendwann mal wieder weggeht. Wisst ihr, was das Schlimmste an diesem Ohrgeräusch war? Andere Leute konnten das aufhören. Meine beste Freundin, die war hier und hat dann so gesagt, Julia, hörst du das? Ich meinte halt, nein, im Moment höre ich halt so gut wie gar nichts, deshalb habe ich das natürlich nicht gehört. Wisst ihr, was sich herausgestellt hat? Sie hat mein Ohrgeräusch gehört. Also andere Leute konnten das aufhören. Denkt man sich auch so. Okay. Gut. Soweit ist es mittlerweile gekommen, aber dann konnte ich endlich den Ärzten das nochmal zeigen und alle Ärzte in der MHH waren sowas von schockiert davon. Ne? Ich habe mich gefühlt, als käme ich vom Mond. Mittlerweile waren wir halt so weit, dass ich nicht essen konnte, nicht sprechen konnte, nicht riechen. Das war halt nur kurzzeitig, aber egal. Und ich konnte nicht hören. Und dann hatte ich einen MRT-Termin, auch 2 Wochen später, weil das war scheißegal. Ich habe mich auch im Internet dazu erkundigt, weil kein Arzt wusste so richtig Bescheid. Schlussendlich stellte sich heraus, dass meine
Diagnose sogar die richtige war. Ich hatte einen MRT-Termin, da stellte sich nichts raus, weil ich meine Metallapparatur, die ich hier euch vorhin gezeigt habe, noch in meinem Mund war. Man kann halt mit Metall kein MRT machen lassen. Das wusste ich damals nicht. Hätte ich es gewusst, hätte ich natürlich Bescheid gesagt. Dann wurde nochmal ein MRT gemacht, ohne die Klammer. Ich war wieder im Krankenhaus. Dann wurde eine Angiografie gemacht. Das ist der größte Scheiß überhaupt. Ich werde es euch nicht erklären in diesem Video. Wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne googeln, aber das ist wirklich nochmal Folter gewesen. Du liegst einfach auf dem Operationstisch, du siehst die ganzen Bilder, die die Ärzte machen. Okay, ich wollte es nicht ausführen, aber egal. Und ihr werdet die ganze Zeit mit einer Nadel in dein Bein gestochen. Ein paar Leute, die ich halt kenne, hatten das. Die haben mir gesagt, es tut nicht weh. Leute, ich habe die ganze Zeit nur geheult, ohne Spaß. Danach darf man übrigens 24 Stunden sich nicht bewegen. Also lag ich 24 Stunden in meinem scheiß Bett rum. Es klingt wie so ein Traum, weil man 24 Stunden nichts machen muss, aber es ist ein Albtraum, weil du darfst nicht mehr auf Toilette gehen. Schlussendlich stellte sich heraus, dass ich eine Fiste im Kopf hatte. Das kann gefährlich sein, in meinem Fall war es aber zum Glück nicht gefährlich, aber es war halt dieses unfassbar laute Geräusch. Ich hatte am 8.11. dann die Embolisation dieser Fiste in meinem Kopf. Das heißt nochmal so eine Angiografie, aber diesmal zum Glück mit Vollnarkose, damit ich das nicht mitbekomme. Die Operation ging auch 3 Stunden, also das ist lang für eine Operation. Danach durfte ich mich übrigens wieder 24 Stunden lang nicht bewegen. Hey. Ich hatte danach echt solche Schmerzen in meinem Bein, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mein ganzes Bein, der ganze Oberschenkel war einfach komplett blau und ich konnte nicht mal richtig laufen. Aber hey, auf Fragen wie geht es dir? Oder ich habe ganz oft die Frage bekommen, wie geht es dir und deinem Kiefer? Ich habe irgendwann nur noch mit gut geantwortet, weil die Kiefersache war zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht zu Ende, ne? An dem Tag, wo ich dann aufgewacht bin nach dieser OP und dieses Ohrgeräusch endlich weg war, ne? Ich habe einfach vor Freude angefangen zu heulen. Ich habe einfach nur geheult. Es war wirklich einer der schönsten Tage in meinem Leben. Und an dem Tag habe ich auch noch ein Mädchen kennengelernt. Zu der habe ich immer noch Kontakt. Sie hat mir einfach ein Brot geschmiert, weil ich durfte ja nichts machen. Dann haben wir zusammen Fernsehen geguckt und haben zusammen geredet. Weil ihr am nächsten Tag der Kiefer gebrochen wurde, also oben und unten beides zusammen. Das war für sie so nochmal der letzte Tag, wo sie reden konnte. Und für mich der erste Tag, wo ich halt dieses Ohrgeräusch nicht mehr hatte. Also es war einfach so ein komplett einfaches Szenario. Es war einfach einer der schönsten Tage in meinem Leben. Dann hatte ich am 5. Dezember die nächste Operation. Und zwar wurden mir da die Polypen rausgemacht. Das sind die Rachenmandeln. Also nicht die Gaumenmandeln, sondern die Rachenmandeln. Leute, könnte ich glaube ich selber Medizin studieren. Und des Weiteren wurden mir halt noch meine Trommelfelle auf beiden Seiten durchgeschnitten, weil ich da ja Flüssigkeit hinterm Ohr hatte und die das da einfach auch so gemacht haben. Nach der OP bin ich aufgewacht und es war wirklich unfassbar ekelhaft, weil ich glaube, jeder von euch hatte schon mal eine Mittelohrentzündung und das ist sehr schmerzhaft. Das hatte ich halt praktisch nochmal auf dem linken Ohr, es tat halt weh und da ist die ganze Zeit Blut aus dem Ohr rausgelaufen. Man denkt sich auch so, okay, ist das jetzt normal? Die Ärzte sagen einfach so, ja, vollkommen normal, okay. Es war auch der kleinste Eingriff von allen, die ich hatte. Also möchte ich da jetzt auch nicht so viel zu sagen. Ich konnte halt wieder gut hören. Das war unfassbar befreiend. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wenn man endlich wieder hören kann. Dann ist aber etwas sehr Schreckliches passiert. Und zwar ist mein putzsynchrones Ohrgeräusch zurückgekommen. Auf der linken Seite. Und ich war wirklich, ich konnte nicht mehr. Ich konnte ehrlich nicht mehr. Ich war beim Ohrenarzt, habe halt dann jeden Tag Infusionen dort bekommen. Anfang Februar 2018 hatte ich dann erneut einen Termin für die Angiografie. Also wieder eine Nadel ins Bein und du bist offen auf dem OP-Tisch, siehst alles, die Ärzte fummeln an dir rum, stecken das da weiter rein, gehe mit einem Katheter in dein... Ich wollte es euch nicht ausformulieren, es tut mir leid. Aber das ist echt Folter. Dann haben die halt so Sachen in meinen Kopf gespritzt, wie das halt so da abläuft. Ja, und alles war umsonst, weil sie haben nichts gefunden, was einerseits gut ist, weil sie halt nichts gefunden haben. Aber andererseits hätte ich auch gerne einen Grund gehabt, warum das so ist. Und dann durfte ich wieder 24 Stunden mich nicht bewegen, wurde nach diesen 24 Stunden Liegezeit direkt entlassen. Und ich konnte kaum laufen, ich hatte Schmerzen des Todes und ich konnte einfach überhaupt nicht mehr, ne? Dann bin ich 2 Tage später zu meinen Großeltern gefahren. Dort wollte ich eigentlich mich erholen von diesem ganzen Scheiß, um dann endlich wieder neu anzufangen. Entschuldigung für den Wortlaut. Dort hatte ich den einen Abend dann wirklich so fürchterliche Schmerzen. Hab gedacht, okay, ich lege mich einfach hin, vielleicht ist es morgen besser. Aber am nächsten Morgen sind wir dann sofort zum Arzt gefahren. Der hat uns sofort überwiesen an den Gefäßchirurgen. Von dort aus ging es direkt weiter ins Krankenhaus. Yay.
Also ich hatte nicht mehr Zeit, mir überhaupt Sachen oder sowas zu holen, sondern ich war dann einfach im Krankenhaus. Ich hatte nicht mal mein Handy dabei, ja. Dann lag ich halt im Krankenhaus, weil ich hatte ein Aneurysma im Bein. Das ist gefährlich, weil wenn das platzt, verblutet man. Jedenfalls war für mich an diesem Tag eigentlich alles zu Ende. Ich war innerhalb von 2,5 Stunden ins Krankenhaus eingewiesen worden, weil ich eigentlich nur zum Arzt wollte schnell. Ich habe dort eigentlich den ganzen Tag nur geweint, weil ich war wirklich komplett am Ende. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich hatte so viele Operationen schon hinter mir. Dann kam halt wieder eine und dieses Mal halt wirklich wieder ein großer Eingriff. Vor allem dieses Aneurysma ist durch einen Fehler vom Arzt gekommen. Das wurde mir da so in dem anderen Krankenhaus gesagt, dass das nur durch einen Fehler vom Arzt eigentlich passieren kann, wenn man halt die Arterie durchsticht mit dieser Nadel. Und ich dachte mir also, danke, danke für nichts. Ich wurde dann direkt am nächsten Tag als Not-OP operiert, um 8 Uhr morgens. Ich war einerseits sehr erleichtert, dass es dann gemacht wurde, aber es war einfach nur schrecklich. Mein ganzes Bein hat sich nicht mehr angefühlt wie mein Bein. Gerade der Oberschenkel und das Knie. Es war einfach vollkommen wabbelig, wie Wackelpudding, weil die ganzen Nerven werden da auch durchgetrennt dann. Und es fühlte sich einfach so an, als würde man so, ich weiß nicht, jetzt hätte man so Haut, die einfach nicht zu einem gehört. Und das war echt wirklich unfassbar eklig. Ich hatte solche Schmerzen beim Laufen. Ich musste das Laufen komplett neu lernen mit dem Bein. Ich hatte wirklich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so richtig brennende Schmerzen, als ob euch jemand so Feuer da dran hält. Es tat einfach so unfassbar weh beim Laufen. Ich konnte am Anfang mich nur immer an solchen Banden langziehen, weil ich hatte echt, ich konnte das Bein nicht belasten. Es hat sich immer nicht wie mein Bein angefühlt. Aber hey, jetzt bin ich wieder hier. Es geht mir einigermaßen gut. Ich steigere mich immer weiter. Und ich wollte mich auch nochmal bedanken bei meiner Familie, bei meinen Freunden, bei euch allen. Ich werde das den Leuten, die mir halt wirklich geholfen haben und mich unterstützt haben, nie vergessen, was sie in dieser Zeit für mich getan haben. Weil ich war wirklich, ich war am Boden, kann man so sagen. Ich dachte zwar eigentlich, ich bin fit, also stark mental, aber irgendwann kann man einfach nicht mehr. Ich meine, ich habe jetzt in diesem Video nicht geweint, weil ich kann einfach darüber nicht mehr weinen. Ich bin einfach so, ich habe wirklich so viel deshalb geweint und es ist einfach, nein, es bringt sowieso nichts. In Zukunft werden sehr viele Videos kommen, auch zu den einzelnen OPs nochmal, aber ich versuche das trotzdem so wieder auf eine normale Ebene zu bringen, dass wir halt wieder lustige Videos zusammen machen können, dass wir zusammen lachen können und so weiter und so fort. Ich kann euch nur ans Herz legen, dass ihr nur Operationen macht, die wirklich lebensnotwendig für euch sind. Es ist ja im Moment so ein Trend, möglichst viele Schönheitsoperationen zu machen, aber Leute, wie viel bei Operationen einfach schief geht, das ist unfassbar, weil in meinen Entlassungsberichten steht auch immer, lief komplikationslos ab. Lief es komplikationslos ab? Nein, irgendwie überhaupt nicht. Aber gut. Alles, was du erlebst, zeichnet dich aus und macht dich stärker. Auch mich hat das verändert, weil das geht nicht einfach spurlos an einem vorbei. Wenn ihr Probleme habt, könnt ihr mir gerne immer schreiben, wirklich. Ich bin immer für euch da. Entweder privat über Instagram oder halt hier. Ich versuche halt, so gut es geht, euch zu helfen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Das freut mich wirklich sehr. Und ihr könnt auch gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr keines mehr meiner Videos. Wie gesagt, ich werde jetzt wieder richtig aktiv sein hier auf YouTube oder auf Instagram und auf Snapchat. Also schaut auch gerne dort vorbei. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns bald wieder und ich sage bis bald. Ciao.